Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich habe natürlich wieder etwas, ja gut, ich kann jetzt nichts für. Ich war ja gerade einfach so am Fichtenbaum farmen und da meinte Minecraft, das müsste sich von mir verabschieden und ja. Da habe ich gedacht, okay, naja, mache ich halt einen Cutter. Das Doofe ist leider, dass mein Computer darauf besteht, dass die Datei verwendet wird. Das heißt, dass ich einfach noch da drin aufnehmen würde. Ich habe auch den Computer einmal ausgemacht und wieder angemacht, also runtergefahren, wieder aufgefahren. Und es hat leider nichts geklappt. Ist das nicht wunderbar? Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Fangen wir einfach noch von vorne an. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also, ja. Aber egal. Ja, okay. Wir sollten uns schnell in unser Bettchen begeben, bevor böse Monster kommen und uns ärgern wollen und unser Butcher klauen wollen. Ja. Okay. Wir ja. Während ich das gerade eben aufgenommen habe, der Forschung in Minecraft weitergeholfen, da ich herausgefunden habe, dass man jemals im Spiel einen Fichtensetzling bekommen kann. Ja. Dankeschön, Dankeschön, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, okay, ich finde den Unterschlupf nicht wieder, weil er irgendwo weg ist. Da unten ist Licht, da möchte ich rein. Da war ich drin. Aha. Okay, okay. Egal, ich sollte hier nicht lang gehen. Also, ja. Gut, ich gehe mal nach Hause, kuscheln dann ins Bett und dann suchen wir wieder Fichten. Und ich habe auch mich in dieser Folge dann entschieden, einfach mal Blossomwood und Fichtenholz zu fangen. Abzubauen. Und, ja. Gott, es ruckelt. Aua. Aua. Okay. Spinnenattacke. Ey. Oh, ey, ich wollte gerade was essen. Und dann kommst du, ey. Und schon ist mein Tag ruiniert. Und mein Schwert ist Schrott. Geh weg. Ich möchte mein Schwert jetzt bitte ausrüsten. Danke. Also ich frage mich gerade, warum habe ich eigentlich nie Essen mit? Kann man das bitte jemand erklären? Das ist ja nicht normal. Da möchte ich nicht runterfahren. Wo ist mein Unterschlupf? Da hinten. Ja, genau! Run, Mark, run! Ja, gut. Run, Mark, run! What the fuck? Oh Gott. Nein, 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 lass mich in Ruhe, Das ist ein Explosivpfeil, ein Explosivpfeil. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Aus normaler Fall, gut. Aber es ist trotzdem scheiße. Ach, ich will nicht sterben, Ich brauche was zu futtern. Ach. Ach, so ein bisschen tief ist das, aber damit kann ich leben. Also eigentlich ist das ja nicht so schlimm. Ach du, oh Gott. Nein, lass mich bloß. Schieß mich hier bloß nicht runter, du fettes Skelett. Obwohl du nur noch auf Knochen bestehst, wenn ich dich fett. Warum auch immer. Oh Gott, es verfolgt mich. Lass mich in Ruhe! Ich habe überhaupt nichts getan! Boah, ey, ich steh mal einfach nur rum und dafür kriegt man dann gleich Pfeile in den Hintern oder in den Kopf oder wo auch immer hin. Da, Unterschlupf. Renn! Nur noch 60 Meter! Kein Monster in Sicht. Ja, sagte ich und hinter mir fällt eine Spinne runter. Sie wahrscheinlich zu spät reagiert. Sie wollte eigentlich genau aufkaufen, wenn ich gerade da bin. Renn, Mark, renn!
Ach du Scheiße. Ja, komm. Ja, danke. Richtig geil. Geh weg. Nein. Ich will nicht sterben. Ja, oh mein Gott, ich kann es vielleicht noch überleben. Oh Gott, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich soll erstmal was essen. Kirschen. Ich habe überhaupt nichts mehr zu essen. Ach doch, warte, wetten. Ja, ich habe die hier drin vergessen. Naja. Ich hole mir das Fleisch raus, um es zu essen. Was mache ich? Ich wollte nicht schlafen. Ja, achso, ich sollte mir vielleicht noch eine Axt machen. Eine Staxt. Leute, heutzutage gibt es keine Äxte mehr. Es gibt nur noch Staxte. Ja. Oh Mann. Ich weiß nicht, warum habe ich den ganzen Tag irgendwie ein Grinsen im Gesicht. Das ist echt toll. Ja, das ist echt unglaublich schön. So. Da zu sitzen. Mit einem Grinsen. Und nicht mal aufhören zu können. Das ist doch schön. Ja. Boah, dieser Spinne nervt mich lang. Hi, Creeper. Nein. Er möchte sich an mir rächen, dass ich ihn heute Nacht nicht dazu gebracht habe, zu explodieren. Find's nicht in Ordnung, ja, hallo. Also, ganz ehrlich, warum sprengt er sich in die Luft? Bin ich hier wirklich in Ordnung? Hi, Hexe. Dir komme ich nicht zu nah. Ich hasse es, zu sterben. Das habe ich leider schon zweimal getan. Und es reicht mir, dass es schon zweimal war. Ich möchte bitte nicht ein drittes Mal sterben. Und warum ist da eine Axt und kein... So. Fichtenholz. Wozu ich singe, dieses Singen hier passt überhaupt nicht zur Musik, hundertprozentig, die ich später einfüge. Ja. Was ist das? Hallo? Hallo? Da ist Salz, ne? Ja, Salz. Gut, dann will ich die Fackel mitnehmen. Und dann ab ins Abenteuer. Oh. Wollte ich so. Okay. Hallo? Ist hier jemand? So monsterartig? So kaching, ich bin ein Monster. Ist das Salz? Oder ist das kein Salz? Nee, ist Eisen. So. Das war schlau. Ja, eindeutig, aber... Hey, wir haben Eisen gefunden! Mir wäre jetzt Salz nicht lieber gewesen. Also Eisen ist schön, aber nur ein Block Eisen ist ein bisschen wenig, so ganz kleines bisschen. Also so ein bisschen, ja so. Nee, so. Nee, das will ich nicht. Übrigens, ich weiß nicht warum, aber es flackert die ganze Zeit dieses... Ja, als hätte ich too many items drin. Also es ist wirklich so... ja. Das sieht man ja auch in den Videos, habe ich auch schon selbst gesehen, und zwar so, dass es halt einfach zwischendurch aufflackert, dass da so, hier, das sieht schon wieder gerade, dass da alle Items zu sehen sind. Ich weiß nicht warum. Also, too many items habe ich schon längst rausgenommen. Aber gut, es stört ja jetzt niemanden, wirklich, mich auch nicht, also, damit kann ich leben. Ist hier was? Ist da hinten irgendwo was? Das ist cool. Ja, aber glaube ich noch nicht, oder? Auch nicht, noch nicht. Oh Mann.
Da. Kohle ist wichtig, Kohle ist wichtig. Die Kohle ist wichtig. Da. Okay. Dann schauen wir nach bösen Monstern. Oder tollen Erzen. Das hatte ich gerade echt bescheuert an. Tja. Ja, das ist unglaublich. Oh Gott, das ist unglaublich viel Kohle. Denn Kohle ist kohlisch mit Kohle. Aber Kohle ist voll cool. Ja. Ja, na, ganz klar. Noch irgendwas mit Schwachsinn. Was? Noch irgendwas Schwachsinn ist. Oh Mann, das irgendwie kriege ich das heute nicht mehr hin mit dem ganzen Deutsch und so. Das ist ein bisschen irgendwas. Es ist ein bisschen irgendwas. Ist das nicht schön? Ich weiß. Okay, hier oben ist nichts, außer Kies. Dann können wir diese wunderschöne Höhle auch wieder verlassen. Wie viel Eisen haben wir jetzt bekommen? 10. Ist doch supi. Da oben, da ist noch Kohle. Und ein... Aua! Dankeschön. Na, toll. Jetzt war ich ein Hansgrupp in die Luft. Deswegen sollte man niemals mit einem Blick nach oben durch eine Höhle gehen. Denn sonst könnte man leider irgendwo in ein Loch fallen und... Das kann nicht sein. Könnte ein Loch in einen fallen und, dann könnte das Leben auch vorbei sein. Kriege ich jetzt auch nichts mehr. Verwirrung, wo bin ich? Gott! Schieb da. Jo. Rennen wir raus. Ich wette, es ist gleich Nacht. Ich komm gerade so raus und so. Nacht. Wo ist der Ausgang? Hallo? Ausgang? 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 Ich will den Ausgang nicht mehr. Hilfe! Ah! Ist das der Ausgang? Nein. Bist du der Ausgang? Da müsste wahrscheinlich der Ausgang sein, oder? Oder? Ja, Ausgang. Ist doch nicht der Ausgang, den ich hatte, aber egal. Hauptsache ein Ausgang. So, dann ernten wir mal schön ein bisschen Kohle. Ja. Diese Kohle, aber wir hätten natürlich auch gerne hier drin die andere Kohle. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 62. Ach, weißt du was? Nö, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Kohle abzubauen. Das ist ja meine wirkliche... Hallo, Eiche. Die nehme ich gleich mal mit. Ich habe schon wieder 3. So. Okay. Wir sollten die Baustelle Haus besuchen. Dieses Baustelle Haus hört sich an wie so eine Sendung, so. Ein Meer aus Markierungen. Hört sich an wie so eine Sendung, so. So. Wir retten den Heim. Keine Ahnung. Dieses halt, diese Sendungen halt. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Ach Gott. Ja. Ach Gott. Wie heißen die jetzt?
Diese Sendungen halt, wo man ein Haus so baut von der Familie, die voll, die irgendwie total Pech hat und dann, also das Haus zu Ende baut und, keine Ahnung, da einrechnet, so, sowas halt. Ja. Sowas meine ich. Was ich auch meine, ist, dass der Party jetzt vorbei ist. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal und, wow, ciao, ciao!